Moin Moin und Hallo, hier ist der Kavosch und ich begrüße euch zum Fußballspiel Eintracht Frankfurt gegen Cagliari. Das erste Freundschaftsspiel der Vorbereitung, nicht der Saison, vor der Saison. Wir spielen im Heimtrikot, Cagliari darf schön in Weiß spielen. Wir spielen ja auch im Waldstadion und es ist ein Testspiel. Es ist der 30. Juli 2012, Anstoß um 19.45 Uhr. Schiedsrichter ist Sven Solomonsson. Profi 5 Minuten und das Wetter ist heiter. Bei uns steht im Tor Trapp, davor in der Abwehr Jung, Zambrano, Andersson und Otschipka, im Mittelfeld Schwegler, Rode, Aigner, Inoue und Meier. Und als Sturmspitze muss der gute Matmur aushelfen. Bei Cagliari spielen Anetta, Pisano, davor in der Abwehr Ariaudo, Astori, Avela, Danilo Avela und im Mittelfeld Conti, De Senna, nein, Golan, Cipellini. Und im Sturm Ibarbo und Cello. So. Schauen wir doch mal. Spielen übrigens mit 4-1-2-1-2 der Gegner. Wir natürlich mit 4-2-3-1. Wir sollen jetzt lupfen, aber ich will viel lieber spielen. So, EA Sports präsentiert Eintracht Frankfurt gegen Cagliari. 1920 Sekunden. Im Waldstadion. Und da sehen wir unsere Mannen, wie sie aus den Katakomben kommen. Ja, der Schwegler mit seinem gewohnten Entenmarsch da. Lustige Trikots von Cagliari, muss ich sagen, mit dieser bunten Schrift. Aber die deutschen Trikots sind ja auch meistens sehr traditionell gehalten und haben auch nur einen Sponsor drauf. So, das Spitzenspiel, zumindest heute Abend. Das Stadion scheint ja ausverkauft zu sein, das freut mich aber. Shake hands hier nochmal, Fair Play ist natürlich wichtig im Fußball. Aus Schweden kommt unser Freund Solomonsson, der Schiedsrichter. So, wer gewinnt denn die Seitenwahl? Keine Ahnung. Aber der Schwede macht das schon. Auch hier nochmal Shake Hands, viel Glück. Und dann kann es ja losgehen. Die Aufstellung haben wir ja bereits gesehen. Und Cagliari hat Anstoß, wir hatten Platzwahl. Und Magnur prischt hier erstmal gleich vor, zusammen mit Uli. Und Rode erobert sich den Ball. Wunderschöner Konter gleich am Anfang hier im eigenen Stadion. Matmur auf dem Flügel, wo er sich ja wohlfühlt. Und er ist schnell. Und da kommt der Ball rein. Aber Anetta hat ihn. Das war ganz schön gefährlich gleich am Anfang, sag ich mal. Inoue ist aber auch nicht der Kopfballspieler. Andersson verliert hier den Kopfball. Schwegler gewinnt zum Glück den Ball. So, Otschipka, wir machen das jetzt hier ganz klassisch erstmal hinten in der Abwehr rum. Mit der Spieleröffnung. Auf Aigner. Der spielt weiter auf Matmur, der völlig frei da vorne steht, der wieder frei flanken kann. Und da ist Meier. Aber Meier kriegt ihn nicht rein. Er kriegt den Ball nicht. Schwegler hier im Duell. Macht das Ganze unfair. Da gibt es den Freistoß für Cagliari. Astori führt aus. Allerdings ungefährlich. Zambrano holt sich da den Ball. Zusammen mit Aigner schaffen sie es auf Jung. Und er ist schnell, der Junge. Der künftige Nationalspieler vielleicht. Und da wird er bedrängt, aber er kann sich durchsetzen und die Flanke kommt gut und Matmur steht da. Ah, aber die Verteidigung ist auf Zack von Cagliari. Otschipka jetzt weit in die Mitte gerückt hier. Oh, und Andersson ist stark, macht das ganz fair. Und ein Fehlpass von Cagliari führt dazu, dass wir wieder im Ballbesitz sind. Meier spielt jetzt nach oben auf Inoue. Der gibt weiter an Otschipka. Kommt da noch dran? Ja! Und die Flanke kommt. Die kommt gut. Ah, aber Anetta ist wieder vor Meier da. Meier natürlich mit seiner Größe schon allein sehr kopfballstark. Mit fast 2 Metern. Schwegler gewinnt da auch das Kopfballduell leicht. Kann aber nichts draus machen, weil Matmur es verspielt. Und Rode. Rode da am Ball. Nein, schafft er nicht ganz. Auch da wird er überlistet. Was ist da los? Foul. Oh, gefährliche Freistoßposition. Wird Conti schießen? Oder ist das 1-0? Eiskalt.
Wir haben unsere Chance nicht genutzt. Conti, eine Chance. Wunderschöner Freistoß über die Mauer. Keiner springt hoch. Meine Güte. Und Kevin Trapp wirklich absolut machtlos. Der ist unhaltbar. Den konnte er nicht halten. Keine Schuld für Kevin Trapp, aber für unsere Mauer. Das müssen wir jetzt ausbügeln. Alex Meyer am Ball. Spielt auf Aigner. Der spielt zurück auf Meyer. Vorne steht Magno bereit. Magno und er schießt. Oh, knapp vorbei. Anetta mit dem Abstoß. Abstößchen eher. Magno jetzt hier vorne. Versucht er sich den Ball zu holen. Schafft das aber natürlich nicht. Inui müsste jetzt zurück nach hinten arbeiten. Oczepka greift an. Stört da auch den Aufbau. Inui immer noch hier in der Mitte. Meyer kann es jetzt nicht verhindern. Ah, da kommen sie durch. Sie geben den Ball nicht ab. Sie spielen jetzt auf Dominanz. Oh. Ich habe gerade Standbild. Ah, jetzt geht's wieder. So, Zambrano am Ball. Und schon wieder. So, Oczypka. Spielt auf Inui. Auf Meyer. Dreh- und Angelposition hier. Und Schwegler. Völlig frei. Spielt er auf Aigner. Ah, aber der holt. Der kann den Ball nicht behaupten. Dann lässt er sich zu leicht ausspielen. Und auch Jung lässt sich jetzt hier ausspielen. Aber der kommt hinterher durch seine Präsenz allein und seine Schnelligkeit. Schafft er es, den Ball abzuluxen. Sehr gut von Sebastian Jung. Hat er klasse gemacht. Aber der Fehlpass, was sollte denn der Fehlpass? Meine Güte. Und Matmur schickt Aigner vor. Jetzt muss man nach hinten arbeiten. Jetzt ist Vorsicht geboten hier. Aber Andersson macht das ganz fair da. Super gelöst von Bamba Andersson. Komm schon, Meyer, lauf doch. Ah, Rode schafft es da nicht, den Pass abzunutzen. Oh, und Schwegler grob verschätzt hier. Und auf Schipka. Auf Inui erstmal. Und Inui zieht das Tempo an. Der Junge ist schnell. Und wie schnell der ist. Da kommt keiner mehr hinterher. Und die Flanke kommt gut. Und Meyer! Nein, Oczypka ist es. Oczypka macht das Tor, den Ausgleich in der 41. Minute. Bastian Oczypka, der Linksverteidiger, steht da im Strafraum und macht ihn rein. Das gibt's doch nicht. Super Leistung von Bastian Oczypka. Eiskalt, niemand kümmert sich um ihn. Er kann sich den Ball super zurechtlegen und knallt das Ding rein. Ausgleich, super. Psychologisch sehr wichtig vor der Halbzeit. Oh, und Schwegler mit einer starken Balleroberung jetzt hier. Und Aigner. Aigner geht nach vorne. Da wird er bedrängt. Ein Foul, aber Vorteil. Oh, jetzt kriegt er den Freistoß. So, Sebastian Jung wird den Freistoß ausführen. Hm. Komm, den machen wir mal flach auf Schwegler. Schwegler zieht leider nicht ab. Andersson zieht ab. Oh. Unser Innenverteidiger hat das super gemacht. Super Schuss gerade. Inui mit der Ecke. Zambrano. Können wir nicht machen. Schwiegler. Ibarbo jetzt am Ball hier. Kann den Ball behaupten. Zeppelini. Muss abspielen. Schwiegler macht das da fair. Und Oczypka wieder. Super heute. Und wieder Oczypka. Fair gemacht. Hartes Tackling, dennoch fair. Ist ja auch kein Mädchensport hier. Halbzeit. Cagliari ist kein einfacher Gegner, muss man sagen. Hier sehen wir nochmal.
Eine Chance. Inui leider zu klein für den Kopfball da. Auch hier, Meier ist nicht angekommen. Hier sehen wir nochmal das Freistoßtor. So, ist ja ein Freundschaftsspiel. Hier wollen wir ein bisschen wechseln. Komm, Klaus. Ich will wissen, wie Klaus jetzt hier im Sturm ist. Den nehmen wir da mal rein. Das interessiert mich jetzt, muss ich sagen. Zambrano, 100% seiner Pässe angekommen. Super. Starker Rückhalt, unser Abwehrchef. So, Klaus kommt rein für Magmur. Magmur ein bisschen unauffällig am Anfang des Spiels. Zwei gute Flanken. Oh, böser Fehlpass von Schwegler. Da sollte der aber auch gar nicht hin eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ah, sehr gut da von Sebastian Jung. Und da rumpeln sie sich selber um. Oh, und verletzt. Da ist jemand verletzt von Cagliari. Cepelini ist verletzt. Muss anscheinend das Spielfeld verlassen. Kossu kommt für ihn. Er humpelt da auch irgendwas mit dem Fuß, Knöchel wahrscheinlich. So, es gibt natürlich Ball für den Gegner. So, Klaus, wo bist du? Kennt man der Stapelfahrer Klaus? Oh, und da ist Klaus am Ball. Super Pass auf Inui. Ah, die Abwehr klärt zur Ecke. Flanke kam leider nicht durch. Inui mit dem Eckball. Und der Kopfball kommt gut, aber Anetta ist wieder einmal mehr zur Stelle. Und Inui kann den Ball da behaupten. Spielt auf Klaus. Der geht weiter an Meier. Und was macht Meier? Oh, er vertändelt den Ball. Dann wollte er sich gerade zurechtlegen. Eigner. Eigner zieht ab. Oder ist es 2-1? Eigner macht's aus der Entfernung. So ein Kullerbällchen geht rein. 57. Minute. Nach Vorlage von Pirmin Schwegler. Er zieht einfach mal ab und das Ding geht rein. Anetta so selbstsicher und so selbstbewusst tritt er hier auf und dann lässt er so einen Ball rein. Natürlich schön für uns. Schlecht für den Gegner. Und da war ein Foul, aber erstmal Vorteil für den Gegner. Oh, und Sebastian Jung macht das wieder gut, macht er das. Aber wir sehen jetzt hier, Cagliari spielt offensiver. Und Inui, viel über seine Seite heute. Schnell ist er, aber nicht schnell genug. Schafft es aber noch. Oczipka kommt. Und Meier zieht ab. Ah, aber vorbei. Der ist, glaube ich, noch abgefälscht worden. So, Wechsel hier. Pinalla kommt für Cello. Und wir könnten auch nochmal wechseln. Inui nehmen wir mal raus. Der hat heute wirklich hart geackert. Kittel kommt dafür rein. Und, Für Eigner nehmen wir nochmal Celozzi rein. Eigentlich ein rechter Abwehrspieler, kann aber auch im Mittelfeld spielen. Sehr schnell unterwegs. Sehr gutes Spiel übrigens auch gegen Hoffenheim gemacht, meiner Meinung nach. Sowohl im Mittelfeld, auch in der Abwehr. Absoluter Topspieler. Und links in der Abwehr sowie auch rechts einsetzbar. Deswegen mag ich ihn dort. Deswegen brauchen wir da auch im Prinzip nur ihn als Backup. So, Kittel wird die Ecke schießen. Oh, die kommt gar nicht mal schlecht. Aber Andersson lenkt den Ball ein bisschen drüber. Klaus ist jetzt unauffällig. Wenn auch mit einem guten Pass auf Meier. Ein Schüsschen könnte er noch gut abgeben. So, Celozzi jetzt erstmals hier am Ball, spielt auf Klaus. Der verliert aber den Ball gegen 3. Oh, da verschätzt sich Schwegler wieder. Und Sebastian holt sich wieder den Ball. Ah, da wird er doch gefoult.
Oh, jetzt muss ich mal gerade gucken. Irgendwas ist hier mit der Fraps-Aufnahme wieder los. Macht ordentlich den Ruckelmeister heute, ne? Nichts geht, wie es soll. So, jetzt wieder. Oder doch nicht? Verstehe ich nicht. Ich werde Fraps nachher einfach mal neu installieren auch. Also kann ja keiner hier spielen. Das ist ja nicht zum Angucken. Das kann man sich ja nicht mit angucken. Wir können derweil ja mal ein bisschen über Fußball schwätzen. Augsburg, Hoffenheim und Fürth kämpfen da unten ja um den Abstieg, kann man sagen. Nicht schön, aber selten. Augsburg hat sich ein bisschen gefangen, meiner Meinung nach. Vor allem mit Sascha Mölders und Co. Freiburg, meiner Meinung nach, diese Saison auch sehr stark. Neben Frankfurt muss ich einfach auch sagen, als Frankfurt-Fan natürlich bin ich da begeistert. Und das Ruckeln hört nicht auf. Ich weiß nicht warum. Was soll denn das jetzt hier? So, jetzt aber. Kittel. Kittel am Ball. Schöner Pass auf Meier. Der spielt zurück auf Klaus. Naja, und Klaus vertändelt schon wieder den Ball. Man merkt einfach seine Unsicherheit noch. Aber Kittel kriegt ihn. Kann ihn aber nicht unter Kontrolle bringen. Oh, ein Foul. Böses Foul. Es gibt bestimmt noch Geld im Nachhinein. Zelotti kann ihn aufhalten. Super. Und Klaus jetzt alleine. Klaus alleine. Das muss er machen. Und der Torhüter kann noch klären. Und es gibt noch nachträglich Gelb, glaube ich, gegen Sebastian Rode. Und Utschipka mit der Ecke. Kommt gut. Meier. Andersson macht das heute. Und wieder Ecke. Zambrano kommt nicht ran. Schade. Klaus kriegt den Ball noch. Aber was macht er jetzt daraus? Auf Kittel erstmal spielen und Schwegler zieht ab. Ein bisschen zu hoch. Schwedlerbälle gehen gerne mal aus der Entfernung rein. Ist ja so ein Fernschuss-Spezialist. Wobei Aigner kann das auch, haben wir heute gesehen. So, Andersson gewinnt das Kopfballduell. Souverän spielt auf Zelotti. Wurde jetzt verwarnt mit Gelb. Muss er ein bisschen aufpassen. Oh, da liegt wer am Boden. Wer ist denn das? Alex Meier. Wir können leider nicht mehr wechseln. Ellenbogenverletzung. Komm, du musst wieder auf die Beine kommen, mein Guter. Wir können nicht auf dich verzichten. Schwegler macht hier jetzt einen auf Mittelstürmer. Okay, nochmal ein Angriff. Gefährlich. Wir schalten jetzt auch mal auf defensiv besser. Schipka macht das da ganz souverän. Und Meier, bei Meier scheint es wieder gut zu gehen. Einwurf Frankfurt. Auf Kittel. Und da oben wartet Schwegler schon. Und er zieht einfach mal ab. Aber kein Problem für Anetta. War ein bisschen zu weit entfernt für einen guten Schuss. Und Klaus. Klaus gibt heute viel. Ah, da kann er leider nicht mehr rechtzeitig stören. Sehr zurückgezogen jetzt auch die Frankfurter natürlich. Zambrano holt sich das Bällchen, spielt erstmal sicher auf Lungen. Oh, das war aber gefährlich hier. Da will Trapp eigentlich weiter den Abschuss machen, wird da aber von Pisano gedrängt. Und Abpfiff. 2-1 gewinnen wir, nach Rückstand aufgeholt. Durch Tore von Aigner und Utschipka. Vor allem das Utschipka-Tor war einfach klasse gespielt. Das Aigner-Tor ein bisschen Glück dabei, muss man sagen. Nicht mit dem letzten Willen heute dabei, die Spieler. Dennoch eine souveräne Leistung. Gut gemacht.
Und Schipka auch Mann des Tages mit einer 8,6, absolut verdient. Rode mit nur einer 5,8, das ist aber auch hauptsächlich wegen seiner gelben Karte. Ja, Kittel 7,1, Inui 7,5, Aigner 7,5, unsere besten Spieler heute. Schwegler auch viel dabei, Zambrano gut, Jung hat man häufig gesehen. Klaus vorne ein bisschen untergetaucht, genauso wie Matmur. Trotzdem Klaus mehr am Ball wie Matmur. Man kann ja mal gucken, Torvorlage hat Schwegler eine gegeben. Schüsse aufs Tor am meisten von Meier und Anderson. Das war immer nach der Ecke vorne, hat er zwei gute abgegeben. Und man sieht auch viel gegenüber Otschipka heute von den Pässen her. Absolut gerechtfertigt, der Mann des Tages, Jung, der beste Zweikämpfer und Kevin Trapp mit einer super Parade. So. Was? Verbindung zum Origin-Server wurde unterbrochen. Für Kavasch im Freundschaftsspiel. Was ist denn das für ein Titel? Eine schöne Überraschung gab es für die Eintracht Frankfurt-Fans. Ihre Mannschaft hat Cagliari in einem Vorbereitungsspiel mit 2:1 besiegt. Kavasch war geradezu begeistert, nachdem Klaus den Erwartungen nach dem Wechsel in die Eintracht Frankfurt-Mannschaft mehr als gerecht werden konnte. Naja, Kavasch dürfte mit dem Ausgang der ersten Partie als Trainer von Eintracht Frankfurt ziemlich zufrieden sein. Boah. Nach dem kürzlichen erfolgten Wechsel zum neuen Club war er verständlicherweise sehr darauf bedacht, möglichst schnell Erfolge zu produzieren. Mit einem Sieg im ersten Match hat er die Fans schon mal auf seiner Seite. Die sehen der näheren Zukunft mit ihrem neuen Trainer Kavasch jetzt sicher äußerst optimistisch entgegen. So, mal sehen, wer unser nächster Gegner ist. Den kenne ich doch. Trainingsverletzung. Oh nein. Hallo Trainer, beim letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. Unglücklicherweise lautet die Diagnose für Sebastian Jung Muskelfaserriss. Nach der ersten Einschätzung unseres Ärztestabs wird er für 3 Monate ausfallen. Ach du Scheiße. Nicht Sebi Jung. Ach nö. Ey Sebi, das kannst du doch nicht machen. Scheiße. Muss jetzt mal so hart gesagt werden. Wen haben wir denn noch für die Position? Wille. Keen könnten wir. Alles nichts, was wir da brauchen. Jakpa, kannst du rechts? Nein. Butcher, kannst du rechts? Nein. Wer kann denn hier noch rechts? Zur Not. Niemand. Kann hier niemand sonst rechts verteidigen? Schwegler wahrscheinlich. Auch nicht. Zambrano, aber wir müssen einen Rechtsverteidiger verpflichten, Mädels. Wir brauchen einen Rechtsverteidiger. Als Backup, irgendein 60er oder so, aber wir brauchen einen. Weil wenn Celozzi jetzt auch noch ausfällt oder mal müde wird, da brauchen wir einfach einen. So, es muss ja kein Superspieler hier sein irgendwie. Marcel Correa. Correa. Christopher Schorsch. Der gute Schorsch. Carsten Rotenbach, schon ein bisschen älter. Aber guter Spieler auch bei VfL Bochum, kenne ich da ja auch in meinem Let's Play, in meinem anderen. Aber die sind mir alle schon fast ein bisschen zu schwach. Gucken wir nochmal nach Bankdrückern hier in der ersten Liga. Gar nicht mal so viele gute Rechtsverteidiger hier sehen wir. Bernd Nehring, sollen wir schon wieder einkaufen von Fürth? Wir nehmen den die ganze Mannschaft ab. Oh, Oliver Kirch. Oliver Kirch, den könnte man doch mal kaufen. Achso, der kommt nicht wahrscheinlich, steht hier. Schade. Das wäre vielleicht was gewesen. Die sind mir alle schon ein bisschen zu schwach. Hm. Levels, den mag ich nicht. So. Die sind eigentlich schon wieder zu gut. Komm, wir fragen mal Bernd Nehring. Wir brauchen ja jemanden dort. Wir können ja nicht mit einem Rechtsverteidiger hier spielen. 1,3 Millionen, komm, wir brauchen einen. Wir brauchen auf jeden Fall einen. 3 Monate Ausfall von Sebi Jung, das ist enorm. Boah, ob wir das kompensieren können. So, wir müssen ja, bevor wir das nächste Spiel starten, noch das Team managen. Dann nehmen wir für das eine Spiel... Wo kann Kempf eigentlich spielen? Innen oder defensiv? Nehmen wir für das eine Spiel zumindest Erik Wille mal rein. Dem können wir auch mal ein bisschen Einsatzzeit geben für das eine Spiel, ne? Da passt das schon.
gut, das ist natürlich ein herber Verlust, ne? Krasser Verlust. So, und im nächsten Spiel geht es gegen Catania. Bis dahin, viel Spaß noch, schönen Tag, euer Kavasch.